Heißluftballons. Die ältesten Lufttransportmittel der Welt. Jeder kennt sie, doch nicht viele wissen, was eigentlich dahinter steckt. Um das zu verstehen, reisen wir zurück ins Jahr 1770. Genauer gesagt, nach Frankreich. Dort beschäftigte sich Joseph-Michel Montgolfier bereits in frühen Jahren mit der Luftfahrt, unterstützt von seinem Bruder Jacques-Étienne. Im Jahr 1777 sprang er mit dem ersten Eigenbau eines Fallschirms vom Dach des Hauses. Mit Erfolg. Auf Bitten seiner Eltern unterließ er allerdings weitere Versuche und widmete sich fortan den Büchern. Durch eine Schrift von Joseph Priestley, seinerzeit Theologe, stieß er auf die Forschung mit Gasen. Aus diesen Zeilen kam ihm die Idee, eine luftdichte Hülle mit leichter Luft zu füllen, um diese somit aufsteigen zu lassen. Der erste Test schlug allerdings fehl. Im Dezember 82 verzeichneten Joseph und Jacques dann endlich Erfolg mit einem mittels erhitzter Luft ansteigenden Ballon. Um möglichst viel Rauch herzustellen, verbrannten sie große Mengen an Wolle und Heu, welche für den Qualm zuständig waren. Ein Jahr später hatten sie den zweiten Prototyp fertiggestellt und ließen diesen vor Publikum ohne Passagiere aufsteigen. Der Ballon flog ganze 10 Minuten und erreichte fast 2000 Meter an Höhe. Auch König Ludwig XVI. Erhielt Nachricht von diesem Erfolg und lud die Brüder zu einer Demonstration nach Paris. Man setzte drei Tiere in das Fluggerät: Hahn, Hammel und Ente. Alle kamen soweit unbeschadet vom Aufstieg zurück, die Erlaubnis war erteilt, von nun an auch Menschen mitfliegen zu lassen. Die nun funktionsfähigen Ballons erhielten aufgrund ihrer Erfinder den Titel Montgolfier. Danach ging die Weiterentwicklung rasant voran. Doch bevor wir uns den heutigen Standard anschauen, klären wir erst einmal den Aufbau. Größtes Element ist die sogenannte Ballonhülle. Heutzutage aus dünnem, reißfestem Nylon gefertigt. Am oberen Ende dieser befindet sich der Paracute, eine runde Stoffscheibe, aufgehängt mit Zentrierleinen im Ballon. Diese wird von warmer Luft gegen den Rand der Hülle gedrückt. Zieht der Pilot an der verbundenen Leine, öffnet sich der Paracute und lässt die Luft entweichen. Ringsherum befinden sich die Lastgurte. Sie bilden das tragende Gerippe und halten die Hülle am Korb. Zwischen ihnen liegen die Hüllenbahnen als Fläche für den Auftrieb. Jeder Hersteller verwendet hierfür eine unterschiedliche Anzahl von 8 bis hin zu 32. Am unteren Ende dieser Bahnen wird eine horizontale Spur aus Nomex-Stoff eingesetzt. Diese ist extrem hitzebeständig und unbrennbar, aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Brenner. Verbunden damit und ebenfalls aus Nomex, der Scoop. Eine dreieckige Stoffschürze, die als Windschutz zum Aufrüsten des Ballons dient. Nun zum wichtigsten Element, dem Brenner. Dieser ist verbunden mit einem Rahmen, Gasflaschen sowie mehreren Ventilen und Schläuchen. Verbindendes und letztes Element ist der Korb. Dieser wird geflochten. Ein Holzrahmen verstärkt den Halt des Ganzen und Kanthölzer aus Eiche garantieren einen sicheren Stand sowie eine geschützte Landung. 2 bis 4 Stahlseile umlaufen den Korb und halten die Verbindung zwischen Brennerrahmen und Hülle. So unkompliziert ist die Sache mit dem Heißluftfliegen eigentlich. Ein derartiges Gerät kann sich der Normalsterbliche zwar nicht leisten, dennoch gibt es buchbare Mitflugalternativen, um sich zumindest für einige Minuten den Traum vom eigenen Montgolfier erfüllen zu können.